Ich möchte Sie alle recht herzlich willkommen heißen zu unserem nächsten Impet, wo wir den zweiten Teil zu der Idee der Metamorphose ins Auge fassen wollen. Und es ist ein wichtiger Gedanke, finde ich, wenn wir wirklich sozusagen den weiten Blick des ganzen Lebens versuchen zu antizipieren, wenn wir Kinder ins Leben begleiten. Denn was ist denn eigentlich das Ziel dieser Begleitung ins Leben hinein? Das Ziel ist ja nicht, dass man das Abitur hat. Das wäre ja wie der Endpunkt. Sondern ein Ziel könnte sein, die Kinder zu gesunden jungen Menschen zu unterstützen zu werden, damit sie vorbereitet sind für das ganze lange Leben, das ihnen ja bevorsteht, wo es ja erst richtig losgeht. Und da ist es eben ein Unterschied, ob ich nur aus der Vergangenheit denke. Und wir Eltern sind ja alle von der Vergangenheit geprägt. Oder ob ich versuche, dieses Wesen des Kindes, das aus der Zukunft kommt, da mit hineinzunehmen. Und da haben wir das letzte Mal uns mit der Metamorphose beschäftigt, erstes Lebensjahr SIP, dann also dieses selbstverständliches Dasein in der Welt, dieses Willkommensein auf der Welt, dieser Mut, den die Kinder so selbstverständlich haben. Dann in den 20ern dieser Abenteuerspielplatz Welt, die Welt entdecken wollen, die Grenzen ausloten wollen. Und dann in den 40ern wieder Mut zu haben für die ureigene Lebensaufgabe. Denn das stellt sich ja jetzt, finde ich, den Mut, wirklich zu mir zu kommen. Über die Grenzen hinauszugehen, Bürger zu werden zweier Welten. Ja, und wenn wir jetzt in die Schulzeit gehen und hier wieder durch unser Lebenshaus vom Erdgeschoss der Schulzeit in den ersten Stock und in das Dachgeschoss uns hineinzuwagen. Schulzeit 7 bis 14. Dann 28 bis 35, die Gesellenzeit des Lebens. Und dann 49 bis 56 ist Jupiter, unser Leitstern, die Jupiterzeit. Beginnen tut dieses zweite Jahr SIPT schon mal mit einem Nadelöhr, das da heißt schulreif werden. Und das ist ja ein großer Wechsel, dieser Wechsel, dass mit den Zähnen, mit den zweiten Zähnen Lebenskräfte wirklich frei werden zum Schullernen. Dass wir diesen Moment auch gut abpassen. Wann sind die Kinder wirklich schulreif? Wie war die Vorschulzeit? Konnte da wirklich der Wille spielerisch entdeckt werden? Denn in der Schulzeit ist ein wichtiges Thema, richtig atmen zu lernen. Zum Atmen gehört dazu Einatmen, Ausatmen. Das Einatmen ist verbunden mit einer gewissen inneren Enge und das Ausatmen mit dem Freiheitsgefühl in die Welt hinein. Diese Balance finden die Schulkinder im 10. Lebensjahr. Eben im Rubikon. Dieser Rubikon, das Ende der Kindheit, nach Cäsar benannt, der mit seinen Kriegern über den kleinen italienischen Fluss Rubikon hinüberging, damit in das Römische Reich eindrang und es war klar, er sagt es auch, die Würfel sind gefallen, danach wird nichts mehr sein, wie es vorher war. Und das erleben die Schulkinder. Auf einmal sind sie in ihrem Gefühlsleben
distanziert von den Erwachsenen. Sie erleben die Erwachsenen von außen, emotional gesehen. Diese Einheit ist gelöst und auf einmal sieht man, ja, dass die Eltern nicht nur gut sind. Dass der Lehrer ungerecht ist. Dass die Welt fehlerhaft ist. Eine tiefe emotionale Erkenntnis, die gleichzeitig verbunden ist mit der inneren Einsamkeit. Ich bin hier allein. Also dieses Ich-Erleben von Einsamkeit. Türen werden geschlagen, Ungerechtigkeit wird empfunden. Es wird die Frage gestellt, bin ich eigentlich wirklich euer Kind? Hat mich vielleicht einer abgestellt? Diese Findelkind-Geschichte, die man verstehen kann, wenn man versteht, dass wir in unserem Ich immer allein sind. Wir sind niemandes Kind, wir gehören in keine Familie. Dieser Einsamkeitscharakter dieses Ichs, den spüren die Schulkinder. Und hier gilt es jetzt zu finden, diese Balance aus Einatmen und Ausatmen, Pflicht und Freiheit. Nicht umsonst haben wir jetzt das Asthma als Erkrankung, die so zunimmt, die eben beispielhaft dafür steht, dass wir in unserer Zeit sehr viel Pflicht haben. Die Kinder sind ja jetzt interessanterweise auch am Wechsel ins Gymnasium, gerade in dieser empfindlichen Zeit, wo viel zu viel eingeatmet wird, auch am Nachmittag, was für Verpflichtungen unsere Schulkinder alle haben, und wenig Zeit ist, wirklich frei auszuatmen. Im 10. Lebensjahr fangen die Schulkinder an, die Stimme des Gewissens zu hören. Klar, diese Frage nach der Gerechtigkeit, was ist richtig, was ist falsch, ist der Anfang davon, dass ich mich vielleicht falsch verhalten habe, dass andere sich falsch verhalten haben. Also so lange dauert das, bis wir da wirklich ein Gefühl dafür bekommen, dass auch wir, aber auch unsere Umgebung Fehler macht. Es gehört ja zum Ich dazu, diese Gewissensstimme in sich zu hören. Wenn wir nach oben gucken, die Gesellenzeit des Lebens, auch 28, manchmal schon 27, manchmal erst 30, ist ein Nadelöhr in der Biografie. Die jungen Menschen merken, diese freie Zeit der 20er geht zu Ende. Viele freuen sich und sagen, endlich kann ich in die Verantwortung gehen. Also ähnlich wie hier Schule, wo es ja auch manchmal heißt, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, die Kinder haben keine Ahnung, was das ist. So spüren die jungen Menschen das eine Etage drüber ganz deutlich. Jetzt geht es darum, Farbe zu bekennen. Das Ich, das hier noch sehr spielerisch und zaghaft sich gezeigt hat in der Welt, will jetzt ergriffen werden. Wir spüren an der Stelle, es wird von nun an nichts mehr von selber gehen. Ich muss es tun. Der Schutzengel zieht sich zurück. Was die jungen Erwachsenen auch erleben, dass dieses Getragen und Behütetsein ein Ende hat. Ganz ähnlich wie die Schulkinder erleben, sie müssen raus in die Welt. Der Schulweg will alleine gegangen sein. Irgendwann sagen die Eltern, Sohn, jetzt gehst du alleine. Und da den richtigen Zeitpunkt zu finden, von zu früh oder zu behütet. Denn hier wird es darum gehen, jetzt Verantwortung zu übernehmen, sich zu entscheiden für einen Ort, sich zu entscheiden, im Beruf tätig zu werden, wirtschaftlich für sich einzustehen, sich einzurichten. 28 bis 35 ist die Organisationszeit des Lebens.
Und da gilt es, den Atem zu finden. Wir nennen das heute Work-Life-Balance. Da findet man zwischen all den Aufgaben, die wir jetzt haben, wir haben uns vielleicht für eine Familie entschieden, für einen Partner entschieden, wir wollen Karriere machen, wir wollen uns durchsetzen, wir wollen uns in der Welt prüfen, wir wollen um unser Recht kämpfen, also ähnlich wie in der Schulzeit mit dem 10. Lebensjahr ein Empfinden auftaucht für Konkurrenz, für nicht nur richtig, sondern auch sich messen wollen, so haben wir das eine Etage drüber im Beruflichen, sich durchsetzen. Wir sind ganz tief im Leib angekommen, die Egoität ist am stärksten im ganzen Leben, alles erscheint uns machbar. Ähnlich wie das Schulkind in seinem Bewegungselement keine Grenzen hat. Es ist das gesündeste Jahrsieb, die Schulzeit. So ist in der Gesellenzeit ein unglaublicher Kraftbeutel vorhanden. Kraftlosigkeit kennt man kaum. Also man lotet physisch die Grenzen aus und selbstverständlich kümmert man sich viel zu wenig um diese Balance, die es aber eigentlich zu berücksichtigen gilt, nämlich diese Work-Life-Balance, wo Work dem Einatmen entspricht in der Schulzeit und Life dem Ausatmen. Und das ist ja eine spannende Frage, denn in unserer Zeit glauben wir ja, es geht ganz viel um Leben, ja, genießen, Freizeit. Also wenn wir in der Schulzeit eigentlich die Einatmung zu tief haben, so ist das nächste Leben, besonders dann, wenn wir in die Jupiterzeit gucken, damit verbunden, dass wir alle in Sorge sind, uns zu verausgaben. Ja? Was fehlt denn? Rudolf Steiner sagt, in wie erlangt man so schön, es, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welt, dass es darum geht, als Erwachsener auf seine Gesundheit zu achten. Also genau diese Balance im Auge zu haben. Und dann sagt er, also für seine Pflicht, das ist ja ein schreckliches Wort, das hat man Anfang des letzten Jahrhunderts benutzt, ich würde vielmehr sagen, für seine Vision, für seine Lebensaufgabe, für die kann man sich ruhig mal verausgaben und über die Gesundheitsgrenzen hinausgehen. Für den Genuss, da sollte man immer gucken, wie viel tut der Gesundheit gut. Interessant. Also Work-Life-Balance. Ja, und ähnlich wie dem Rubikon gibt es zwischen 30 und 33, da haben wir, glaube ich, schon mal drauf geschaut, zu einer anderen Stelle, diese drei Jahre, die wir in der Biografiearbeit die Christusjahre nennen. Also mit 30 fand im Leben von Jesus Christus die Jordantaufe statt und mit 33 die Kreuzigung. Das heißt, das waren die drei Jahre, wo dieses hohe Geistwesen sich wirklich verbunden hatte bis in die Erde, bis in den Menschen Jesus hinein. Und die Mitte dieser Zeit, 31,5, entspricht dem Rubikon. Und das ist eine mathematische Zahl, der Mittelpunkt für das Ich biografisch. Ganz oft oder viele Lebensläufe verschlafen diesen Moment, weil sie so damit beschäftigt sind, sich zu organisieren, sich in ihrem Leben zu festigen, Verantwortung zu übernehmen. Andere sind hellfühlig dafür, bewusst oder unbewusst taucht sie aber auf, diese Frage nach der Wahrhaftigkeit. Bin ich ehrlich, mal ganz schlicht gesagt. Ich habe das in meiner Biografie genau in dieser Zeit ganz deutlich gemerkt,
als Frau habe ich mich gern durch die schwierigen Themen meines Lebens hindurch manövriert. Nicht, dass man wirklich gelogen hätte. In Kassel hieß das, es ist nur so gesprochen. Ja? Also man ist so mit der Wahrheit umgegangen, dass es sich für das Persönliche gefügt hat. Das ist eine Art von innerer Unehrlichkeit. Und hier spüren wir die Frage nach der inneren Wahrhaftigkeit. Und das ist eine spirituelle Frage, denn wenn ich in Verbindung bin zu der Stimme meines Gewissens, bin ich in Verbindung zu dem Christus, zu meinem Geistwesen und damit zu dem Geistwesen der Welt und habe eine ganz andere innere Verankerung. Sehr oft wollen wir das aber in dieser Zeit noch nicht hören. Das sind also die Christusjahre. Und das Thema, das sich metamorphosiert mit dem Gewissen, so wie sich im Atmen lernen, diese Work-Life-Balance metamorphosiert, haben wir hier der Umgang mit der Wahrheit. Eben auch diese Wahrhaftigkeit. Keine einfache Frage. Deswegen tun wir die auch oft in dieser Stelle noch so ein bisschen wegschieben. Und die holt uns dann oft Ende 30 ein. Denn Wahrheit heißt ja auch, dass ich mich fragen muss, habe ich die Entscheidungen so getroffen, dass es wirklich meine eigenen sind? Kann ich zu denen wirklich stehen? Wo bin ich hingekommen? Und sich dem zu stellen, das bereiten wir vor, wenn wir mit den Schulkindern diese Gewissensfrage pflegen. Es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Es ist nicht schlimm, ich weiß sehr gut, ich danke meinem Vater. Ich habe in etwa in dieser Zeit mit meiner Schwester Fangerles gespielt, und zwar immer Waschkeller rein, durchs Fenster geklettert raus, dann um die Ecke herum, wieder zum Eingang rein, in die Waschküche. Ja, was passierte natürlich? Im Eifer des Gefechts habe ich das Fenster der Waschküche zerschlagen. Ich habe so einen Schreck bekommen, weil ich gespürt habe, hier diese Balance aus Freiheit und Achtsamkeit war jetzt deutlich. Ich kann mich sehr gut erinnern, mein Vater kam, der sah die Scherben und er sagte, Susanne, für die erste kaputte Scheibe kriegst du ein Eis. Heute würde man sagen, in der Psychotherapie paradoxe Intervention. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und wenn ich heute daran denke, dann danke ich ihm dafür. Und wenn wir es genau angucken, dass ich etwas Falsches gemacht hatte, das habe ich doch gespürt bis in mein Herz hinein. Das heißt, Ermahnung, Bestrafung, Beschimpfen war ja im Grunde gar nicht nötig. Und jetzt an der Stelle zu sagen, du, hier ist was passiert, dafür bekommst du ein Eis, das tut im Herzen etwas festigen. Und zwar auf eine positive Art. Das hat er sich damals bestimmt nicht so überlegt. Aber intuitiv war es für mein Leben sehr, sehr wichtig. Im Umgang mit, stehe ich zu meiner Wahrheit? Höre ich auf meine Gewissensstimme und stehe nicht immer in der Frage, was sagen die anderen? Ja, Gewissen, Wahrhaftigkeit. Das Dritte, worauf ich gucken wollte, ist das Innen-Außen-Verhältnis der Lehrer und die Klasse. Rudolf Steiner wünscht den Schulkindern eine liebevolle Autorität. Also eine Autorität, die einerseits den Rahmen gibt,
autoritär ist und andererseits ja liebevoll das Schulkind sieht in seiner ganz eigenen Fähigkeit. Das ist eine Art von Führungsqualität. Wir hatten im ersten Jahr SIPT die Führungsqualität von Vorbild und Nachahmen, die wir im weiteren Leben immer wieder einsetzen können und verwenden können. Nämlich, ich kann etwas nicht, also schaue ich mir bei dem, der es kann, ab, wie es geht und mache es nach. Das ist die Führungsfunktion des ersten Jahr SIPTs. Im zweiten Jahr SIPT haben wir liebevolle Autorität. Und wir haben den Lehrer und die Klasse. Und wir haben das Kind in der Gemeinschaft der Klasse. Also wieder diese Geste aus Punkt und Umkreis. Diese Dynamik, die wir hier haben. Wir finden das zwischen 28 und 35 wieder in unserem ersten Job, in dem wir selbstverständlich einen Chef haben, der uns führt. Wir werden geführt. Wie werden wir geführt und können wir folgen? Da haben wir diese autoritäre Führung, wo es eine spannende Frage ist, um was geht es eigentlich? Und werde ich gesehen in meinen Fähigkeiten, in meinen Grenzen, in meinem Potenzial? Oder werde ich nur eingefügt wie ein Rad in das Getriebe der Firma, in der ich da bin? Ja, und es geht ganz oft heute um Teambildung. Also, kann ich mich unterordnen für eine gemeinsame Sache? Oder muss ich hier immer die Extrawurst spielen? Ja, wo es ja in der Schule heißt, heutzutage ist es überhaupt jahrelang notwendig, dass die Kinder lernen, sich einzufügen in eine Klassengemeinschaft und nicht alle 5 Minuten jemand auf die Toilette möchte, ganz dringend. Weil ja zu Hause eine sehr wenig autoritäre Erziehung in aller Regel vorherrscht. Die Eltern sind ja abends viel zu müde und wollen es schön haben, um Grenzen zu setzen. Ja? Also das ist das Thema, was wir hier wiederfinden, dieses sich in ein Team einfügen. Und der Chef mit dem Mitarbeiter. Ja, wenn wir jetzt wagen, noch einen Schritt nach oben zu gehen in den Jupiter, völlig andere Situation, was ich alles hinter mir habe, wenn ich 50 bin. Die große Gefahr, am Leben zu resignieren. Wir haben die ganzen Krisen der Lebensmitte hinter uns. Viele von uns denken sich, ich bin weit hinter mir zurückgeblieben. Alles, was ich gedacht habe, was ich mal erreichen könnte, werde ich nicht erreichen. Und jetzt die Verbindung zu halten zu dem inneren Leitstern. Das heißt, zu meinem höheren Selbst. Das ist ja jetzt diese Metamorphose Gewissen in mir, der Umgang mit Wahrhaftigkeit, und der kann sich metamorphosieren, kann. Es ist jetzt alles nur noch möglich, nicht selbstverständlich, zu dem, was wir Weisheit nennen. Die Weisheit des Jupiter-Menschen, der von dem Persönlichen absehen kann, und das große Ganze ins Auge fassen kann. Das ist ja das,
was Weisheit ist. Weisheit hat keine Verbundenheit mehr zu mir selber, sondern ist was Größeres. Deswegen ist die Jupiterzeit auch die Zeit der Diplomatie. Das heißt, ich kann mein eigenes zurückstellen, ich kann den anderen Menschen lassen, wie er ist, und gleichzeitig gemeinsam mich einem höheren Gedanken verpflichten. Eine Kraft, die wir heute in der Politik unglaublich bräuchten, nämlich diese innere Verpflichtung einer Vision, einer geistigen Vision. Wenn wir aber auf unsere Politiker schauen, die allermeisten verteilen Pfründe und Macht und wollen das eigene Land sichern. Die einen ganz, ganz besonders. Und dann taucht da einer auf in Frankreich, dieser Herr Macron, wo man das Gefühl hat, der hat eine Vision. Der ist von etwas begeistert und läuft an allen vorbei, wo man sich ja fragt, wo ist der eigentlich hergekommen? Wo war der denn vor 3 Jahren? Der kommt auf einmal dort mitten hinein und hat eine Vision, eine Inspiration. In aller Regel sind wir in dieser Jupiterzeit ziemlich inspirationslos, denn der negative Jupiter sucht Macht und Genuss. Ja, also das ist hier der negative Chef, der gerne bleiben möchte. Also diese innere Verpflichtung zu einer Inspiration der Zukunft. Dazu gehört aber die Freude an der Zukunft, dass ich wirklich nach vorne schaue und dort hinein lausche. Und das ist wieder eine Verbindung zu der Klasse. Da geht es ja ganz stark darum, innerlich still zu werden und mal zuzuhören. Sein Hauptthema, was wir Disziplin nennen in der Schule, dass die Kinder zuhören. Jetzt ist die Frage, gelingt das dem Lehrer darüber, dass er die Kinder bestraft, auch zu Hause? Oder gelingt es darüber, dass man die Kinder begeistert und im Gefühl erreicht? Ganz ähnlich ist es hier. Gelingt es mir, inspiriert sein, ist ein Hören in die höhere Welt hinein. Dass ich sozusagen eine Stimme höre, die mich inspiriert. Und dass ich aus dieser Inspiration zum Führer werde, meiner selbst. Und auch einer Gemeinschaft. Also diese Führerschaft, die jetzt im Jupiter möglich ist. Aus dem Grund kommen wir jetzt auch auf den Höhepunkt unseres Lebens. Und es ist eben eine spannende Frage, werde ich geführt aus Macht und Egoismus heraus? Oder möchte ich führen aus einem Gemeinschaftsbild heraus? Und das Atmen lernen gehört dazu, denn im Jupiter bekomme ich auf einmal alle, die über 50 hier sind, alle, die erleben das, dass man auf einmal einen Blick hat für das große Ganze, dass man auf einmal eine höhere Sinnhaftigkeit versteht. Dazu gehört aber auch der Schmerz auszuhalten, wie viele Fehler man selbst gemacht hat. Und ganz viele von uns, ist auch sehr naheliegend und wir vermutlich auch, verdrängen immer wieder diesen Schmerz, weil es ja unangenehm ist, zu sehen, was man getan hat und nicht mehr ändern kann. Ganz ähnlich wie ich hier, die kaputte Scheibe wird nicht mehr heil. Das ist ja das Drama des Lebens. Und dann aber zu sagen, ja, ich schaue hin, und ich bleibe positiv darin und gehe weiter. Ich halte diesen Schmerz aus. Das ist ganz wichtig und wird in der Schulzeit gelernt,
das Veratmen von Schmerz, das, was wir Resilienz nennen, dass wir in schwierige Situationen hineinkommen und diese lernen, mit unseren Eltern auszuhalten, gefühlsmäßig Schmerzen, Trauer, Fehler zu veratmen. Denn nur wenn wir das lernen, können wir uns im Leben öffnen, dass die Gefühle den Regenbogenfarben entsprechen. Also diese Tiefe des Schmerzens haben, um in diese Lichtkraft der Freude hineinzugehen. Und diese Aufgabe und diese Fähigkeit, die wir in der Schulzeit lernen, in die Gefühle hineinzugehen und zu spüren, ich kann die Gefühle, auch die negativen, mit mir verbinden und dann gehören sie zu mir und stehen auf einmal als Fähigkeit zur Verfügung, denn wir lernen ja nur aus unseren Fehlern. Wir lernen nur aus dem Schmerz. Das ist die Voraussetzung, dass ich mich wage, in der Jupiterzeit den Schmerz meines Lebens auszuhalten und mich weiterhin am Positiven zu orientieren, also nicht in die Resignation zu gehen, nicht in die Depression zu gehen, in das Opfer hineinzugehen, dass alle anderen schuld waren an meinem Leben, sondern selbst in die Verantwortung zu gehen und darüber hinaus das Größere, diese größere Inspiration für mein Leben zuzulassen. Also das ist die Kraft der Resonanz. Dass ich auf einmal im Jupiter die Sprüche verstehe, so wie es in den Wald hineinschallt, so hallt es hinaus. Also ich bin Teil eines großen Ganzen und diese Basis wird gelegt im Umgang mit dem Rubikon, mit dem Gewissen, mit der liebevollen Autorität, mit dem sich einfügen in eine Klassengemeinschaft und trotzdem eine Individualität sein dürfen.